Hallo zusammen, mein Name ist Burkhard Kuhlmann. Ich bin Produktspezialist im Hause Grimmel für Kartoffelerntetechnik. Und ich möchte heute die neuen Feature der EVO 280 vorstellen. Fangen wir vorne bei der Aufnahme und beim Siebbahnantrieb an. Wir haben hier optional das Vario-Drive-Getriebe. Wir können stufenlos die Siebbänder regeln, abhängig von der Vorfahrtgeschwindigkeit und auch lastabhängig mit der Speedtronic Web. Ein weiteres Feature dieser Aufnahme ist, dass wir bei einer eventuellen Verstopfung vorne bei den Krauteinzugsrollen dieses Band auch reversieren lassen können. Dann gehen wir weiter hinten an die Maschine. Hier kommen wir zum Beimengen-Querkanal. Bei diesem Beimengen-Querkanal, wie man hier sieht, werden die Beimengen einmal rausgefördert aus der Maschine. Man kann aber auch, wenn man sehr klutige Bedingungen hat, dieses Beimengenband reversieren und kann es wieder in den Siebkanal zurücklaufen lassen. Dies hat besonders den Vorteil, beim Feldanfang kann man die ersten 20, 30 Meter dieses Band wieder in diese Richtung laufen lassen, damit die Kluten hier weiter gebrochen werden. Ein weiteres Feature ist die neue Triebachse auf beiden Rädern. Wir gehen dafür einmal um die Maschine drum zu und schauen uns das von hinten an. Die Triebachse, wie wir sie hier sehen, kann auch für Straßenfahrt auf 3 Meter zusammengeschoben werden. Dies hat den Vorteil, dass wir hiermit auch eine vollständige EU-Typgenehmigung haben. Mit der Triebachse haben wir die stärkste Triebachse am Markt. Und dadurch erreiche ich eine Ernteabsicherung auch bei widrigen Bedingungen. Wo wir beim Thema 3 Meter sind, wir haben hier einen Überladebunker, den sogenannten Non-Stop-Bunker, verbaut. Auch dieser ist zusammenklappbar auf 3 Meter für die EU-Typgenehmigung und für die Straßenfahrt. Dieses ist einmalig im Markt. Durch einen Non-Stop-Bunker können wir eine Leistungssteigerung von bis zu 20% auf dem Feld erzielen. Ein weiteres Feature des Non-Stop-Bunkers ist die sehr geringe Fallhöhe in dem Bunker für maximale Produktschonung und die große Überladeweite zum Transportfahrzeug für sehr viel Freiraum zum Überladen. Optional verfügbar ist ein Bunkerkettenöler bei dem Non-Stop-Bunker. Und nun gehen wir nochmal zurück zu den Trenngeräten. Die Anordnung der Trenngeräte bei der EVO 280 ermöglicht uns eine maximale Durchsatzleistung, auch besonders interessant für das angereicherte Verfahren. Hierzu haben wir das Feature Speedtronic ZEP im Programm, die die Igelbänder entsprechend der Auslastung regelt für maximale Produktschonung. Ein weiteres Feature an den Trenngeräten ist das sogenannte Turbo Clean. Das heißt, wenn sich die Bänder mal dicht gesetzt hätten auf widrigen Bedingungen, können diese am Feldende mit einem Knopfdruck nacheinander beschleunigt werden, um diese wieder zu reinigen. Optional kann die Maschine auf dem zweiten Trenngerät mit einem Dreifachwalzenabstreifer ausgestattet werden für maximale Durchsatzleistung. Ich hoffe, ich konnte euch einige interessante Feature näher bringen. Wir sind mit der EVO 280 auf der Rohshow unterwegs. Wenn ihr Interesse habt an einer Vorführung, meldet euch bei unserem Werksbeauftragten.